Seltsame, da betont TV und der widrig Volk, Watch Dogs 2 Online Police Patrol. Halten Sie den Wagen an! Ich wiederhole! Halten Sie den Wagen an! Wir starten direkt mit dem Ding. Der hätte mal geholt. Boah, der hat am Anfang schon gestartet, du, mit einer grossen Sache. Irgendeine hat ein Polizeiauto geklaut. Und ja. Oh, sorry. Da ist weg mit dem Controller, der zieht damals automatisch gegen links. Ja, aber ich würde sagen, wir fahren jetzt noch ein auf Streifen und nehmen sich später dann nochmal so ein Ding an. Was ist denn da los? Ah, die Kollegen sichern noch den Ding ab. Der Ort. Und sie nehmen gerade eine Verhaftung vor. Hände hoch, Sie sind verhaftet. Verdammt doch mal im Recht. Der Herr, weiß das, ja? Die Hände schön nach oben. Bitte. Was jetzt? Gut, die beschäftigen sich um ihn. Das heisst, wir können wieder weitergehen auf unsere Patrouille. Haut er wieder ab, oder was? Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Oh mein Gott. Mein Gott. Moment, hast du das gesehen? Moment, ich muss ranzoomen. Hey! Bewegung! So. Wir steigen auch wieder ein. Ja, und fahrt einfach mal dafür, schaut mal ein bisschen, was da so abgeht. Hallo, wieso bremst du durch? Halten Sie den Wagen an! Ich wiederhole, halten Sie den Wagen an! Halten Sie den Wagen an! Ich wiederhole, halten Sie den Wagen an! Der Herr könnte sie einmal absteigen. Könnte sie einmal ab dem TÜV, aber hallo? Ey, hat vielleicht Nerven. Worum geht es bitte? Ich habe da einen Zivilist, der auf mich, sie sind erstmal festgenommen. Oh, er begibt, er wird Fahrerflucht begangen. Nein, bitte. Warte. Ei. Okay, ich brauche da Unterstützung einmal, bitte. Bitte einmal anhalten. Anhalten. Versuchen Sie nicht zu fliehen. Der Verdächtige widersetzt sich. Sie sind erstmal festgenommen. Die Herren könnten Sie in dem Fall mal mitnehmen. Okay, hier ist der Deal.
50 Mücken und sie lassen mich gehen. Ich will ihre Hände sehen. 50 Mücken, die will man gar nicht. So, ich glaube, die Kollege kümmert sich um den Herr da. Was soll denn das werden? Nein, nein, nein! Ja, ich glaube, die schaffen das. Dann können wir mal weiter schauen. Gebe gerade mal neu die Zentrale durch, dass wir wieder könntet einen Job. So, gerade mal schauen, wo sie es hinschickt. Halten Sie den Wagen an! Ich wiederhole, halten Sie den Wagen an! Oh ja, da hätte Zentrale etwas für uns. Was man könnte, ist ein Ding schmeißen. Ich gehe in Deckung. Wir müssen die Waffe wechseln. Ich brauche Deckung. Geh in Deckung. Ich suche mir Deckung. Nein, ich will einen Kreis machen. Ich denke, der steht gerade da um die Ecke rum. Ich habe nicht gewusst, dass noch so eine Mauer dazwischen ist. Sonst hätte ich ihn gehabt. Aber ich würde sagen, wir gehen gerade noch mal rein. Und holen uns den Typ. Ich glaube, der Typ ist schon umgebracht worden von der Polizei. Ich glaube, die haben den Fall übernommen. Aber ja, ist halt ein bisschen, jetzt gerade ein bisschen blöd gelaufen. Dass ich denke, er steht gerade um die Ecke, dafür ist noch so eine blöde Mauer dazwischen gewesen, sonst hätte ich ihn gerade geholt. Ja, nun. Soll es doch gerade nochmal in Auftrag durchgehen, Zentrale? So, wir sind mit einem Polizei, anscheinend Polizeiboot unterwegs. Wir tun ihm gerade mal den Weg abschneiden da vorne. Fahre ich wieder mal. Wir kommen näher.
Aber ich wüsste halt nicht, wie ich das soll, holen. Ich habe nur Elektroschocker. So, da wird es ein bisschen schwierigerer Fall. Aber jetzt haben wir wenigstens eine normale Pistole. Ich glaube, da vorne kommt noch ein Komplize, der mit dem zusammen zu tun hat. Mal schauen, wie das noch endet. Aber ich hoffe, dass der mal wieder an Land geht. Stoppen Sie. Ja, er hackt mein Fahrzeug. Schade, dass ich jetzt nicht können. Hey, bleiben Sie, wo Sie sind! Wir schlagen zu! Ja, das wird doch liegen schwerer zu der, oder? Oh, er hat mich hops genommen. Da ist schon mal schnell gegangen.
Weiß nicht, wie er das so schnell geschafft hat. Wo ist der Herr? So, Online-Typ haben wir. Online-Typ haben wir jetzt doch noch eine Fasse. Gehen wir wieder ans Land und holen das wieder Fahrzeug. Ist aber jedenfalls ein bisschen schwerer gewesen, auf dem Schiff oben runterballern. Aber wir haben es geschafft und ja, holen das jetzt wieder Fahrzeug. Dann fahren wir noch ein bisschen rum, würde ich sagen. So, jetzt spawnen wir doch gerade mal schnell das Polizeiauto. Hey, es ist gar nicht gekommen. Hallo, wieso bringt ihr mir das Fahrzeug nicht, Mann? Ich check da jetzt nicht, warum bringt mir... verfickt nochmal niemand das Fahrzeug. Endlich. Warte. So. Da können wir nicht hin. Da haben wir sich noch einen ganz originalen. Nehmen Sie sich den, weil der andere kann ich immer holen. Ja, jetzt fahren wir da noch ein bisschen um und schauen mal. I got a bubble thing.
Gefängnis öffnen. Was in... Oh, was ist mit der jetzt passiert? Hat nicht der gemacht? Oh, Scheiße. Also, ich glaube, elektrisiert. Da kommt auch schon Rettungsdienst. Aber sagen wir, gehen mal da ein bisschen weg in ein anderes Viertel rein. Und schauen dann. Ich sage, wir bleiben da und gehen mal da vorne ein bisschen in die Stadt rein oder so. Ich finde auch die Zentrale nochmal anfordern, dass sie es vielleicht nochmal etwas suchen für uns. Sicher auch ein paar kranke Sachen, die man an beim Hafen. Ein paar illegale. Person, wo man was seine Rechnungen muss ich zahlen, daher könnten sie einmal stehen bleiben. Sie haben da nur eine Rechnung offen und würde auch gerne begleichen, weil er gerade jetzt. Ja, dann müssen sie nicht mir sagen. Ich bin manchmal auch noch meinen Job. Ich hoffe, ich habe jetzt noch mein Dienstfahrzeug. Oh. Habe ich leider nicht. Diesmal sind wir jetzt zivil unterwegs. Sichergestellt. Aber jetzt könnte ich noch die Fahrzeuge wieder brauchen. Ich hole mal eins. Oh. Grüezi wohl die Damen, das Perli. Sie müsste ich schnell sprechen. Hey!
nicht sie. Wieso läuft der weiter in der Kontrolle spinnt? Entschuldigung, der Herr. Was zum Teufel? Sie haben noch eine Rechnung offen von der Polizei, was sie nicht beglichen haben. Wie immer, tritt grad vor. Ich nehme mal das Geld an mich, weil, was ja. Soll das denn? Wenn sie nicht einmal Betriebsamt zahlen, dann kommt irgendwann die Polizei vorbei. So ist das. Und ja. Da vorne ist gerade noch mal eine. Auch was sagen wir, holen bei der noch das Geld innen drin. Und nachher wäre es da wahrscheinlich schon gesehen, wenn wir da überhaupt reinkommen. Da ist die andere Frage. Da versteckt sich irgendeine Person ist da drin, die sich wo Schulden hat. Polizeischulden. Und ja, ist es. Dieses Ding ist, die rausholen. Oh. Wir müssen da mal ruhen. Irgendwie müssen wir ja zu der Person kommen. Die versteckt sich schon seit längerem. Das ist nicht gut. Das ist jetzt eine gute Frage, wie kommen wir da rein? Also es könnte eigentlich nur noch ein Weg gehen, wenn man die Dinger wegsprengen da hinten. Ich könnte es mal probieren. Weil ich glaube, da innen ist ein Geiselname, ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass da innen ein Geiselname ist. Niemals! Oh Mann, das ist nicht gut. Da geht ja nicht in die Luft. So, wenn ich sehe, sind zwei Personen da innen. Ich glaube, eine männlich, eine weiblich. Aber es führt einfach keinen Weg da innen. Ich muss nochmal schnell schauen. Zwei Personen verstecken sich. Ja, ich würde sagen, das wär's gewesen mit der Folge. Aber wenn es euch interessiert, wie man die Personen da innen noch zu Ding bekommt, dann schaltet doch ein beim nächsten Mal. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao mit dem